Liebe Gemeinde, liebe Versammelten, liebe Gäste, jede Einzelne, die da sind, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen, auch zu diesem Erntedankfest. Und so wie der Bruder auch gesagt hat, das Erntedankfest, es ist dafür da, um zu danken. Ich denke, was ich euch heute auch versuchen möchte mitzugeben, ist, dass wir heute mal versuchen, die Bitten beiseite zu lassen und wirklich nur ganz gezielt einfach nur danken dafür, was Gott uns gegeben hat, für das, was wir haben. Ich habe ein wenig recherchiert gehabt in den Vorbereitungen und da waren dann solche Artikel, solche Anzeigen wie trotz langer Winterzeit und langer Trockenzeit dennoch eine gute Ernte. Und als ich mir das genauer angeschaut habe, da stand dann drin, in den letzten 6 Jahren wurden im Schnitt 6,8 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Schon eine riesige Summe. Getreide ist ja, ich sag mal schon fast ein Grundnahrungsmittel, wird nahezu überall eigentlich verwendet, in jedem Gebäck, in jedem Brot. Eigentlich alles, was in den Ofen kommt, da ist Getreide dabei. In diesem Jahr, trotz langer Winterzeit und langer Trockenzeit, wurden 7,4 Millionen Tonnen geerntet. Also immer noch über dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre. Das kommt nicht von uns. Das war jetzt nicht unser Verdienst. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Ich habe eine Stelle aus 5. Mose, Kapitel 8, den 10. Vers. 5. Mose, das 8. Kapitel, der 10. Vers. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das Gewicht oder der Weltrekord bei einem Gewicht von einem Kürbis lag bis jetzt bei 761 Kilo. Stell dich mal so einen Kürbis vor. Dieses Jahr wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt mit 812 Kilo. Gut, vielleicht isst nicht jeder ein Kürbis, aber ich denke, wir haben trotzdem allen Grund zu danken. Die Felder, auf denen die Bauern arbeiten, sie sind fruchtbar, sie sind reif. Und wir dürfen Gott dafür danken, dass wir auch das alles wirklich haben dürfen. Ob Rekord hin oder her, wir haben genug zu essen. Circa 2000 verschiedene Apfelsorten gibt es. 8000 verschiedene Getreidesorten. 1000 verschiedene Bananensorten. Und für diejenigen, die vielleicht nicht viel von Obst und Gemüse halten, 500 verschiedene Hühnerrassen. Wisst ihr, es ist so eine Vielfalt an Nahrung, was uns hier geschenkt wird. Ich bin mir sicher, von diesen 2000 Apfelsorten haben wir vielleicht 5, 6, 7, 8 probiert. Aber da ist dennoch für jeden Geschmack was dabei. Und dennoch werden wir Menschen verführt zu murren, weil wir zu wenig haben, weil uns das vielleicht nicht schmeckt. Das gefällt uns nicht, das sieht nicht appetitlich aus. Das habe ich schon zu oft gegessen, das habe ich schon satt gegessen. Gott gibt uns so viel und ich wünsche mir, dass wir das wirklich aus ganzem Herzen, aus voller Dankbarkeit auch annehmen. Diejenigen, die die Geschichte von Hiob kennen, die werden wissen, dass er auf einen Schlag alle seine Söhne, alle seine Töchter verloren hat. Und dennoch sagte er, wir können es nachlesen in Hiob Kapitel 1, im 21. Vers. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir lesen nichts von Murren, wir lesen nichts von Vorwürfen. Er sagt nur, der Name des Herrn sei gelobt. Das alles hier, was wir hier sehen, alles was aufgehängt ist, die ganze Deko,
Das ganze Essen, was wir jetzt hier haben dürfen, das hat uns alles der Herr gegeben. Und wie auch Hiob gesagt hat, der Herr hat gegeben, aber er kann es auch wieder nehmen. Ich denke, wahrscheinlich über 90% von uns mussten noch nie hungern, mussten noch keine Kriege miterleben. Sie haben immer alles gehabt, einen reich gedeckten Tisch mit den verschiedensten Sorten von Obst, Gemüse, Brot, alles Mögliche. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Grund, Gott dafür zu danken, was er uns gibt und wie viel er uns gibt. Wollen wir noch aufstehen und gemeinsam danken? Amen. Wir beten.
So. Jetzt hören wir ein Gruppenlied aus dem Chor, danach ein Gedicht von unserer Schwester Angelika und dann danach kann sich die kleine Jungschar bereit machen, die haben dann auch noch mal einen Beitrag. Also jetzt ein Gruppenlied aus dem Chor und dann das Gedicht. Wie hat uns doch Gott so viel Gutes geschenkt? Wir sind wirklich reich, wenn man's richtig bedenkt. Doch Gutes vergessen wir leider sehr leicht und dann man sich wieder mit anderen vergleicht.
Oh, sieh mal, ihr Auto, das Haus und ihr Geld, wie schnell man in Murren und Undank verfällt. Dabei haben wir keine Gründe dafür. Gott preisen und danken, ja, das sollten wir. Dabei denken wir an größere Dinge. Ich ehre Gott, wenn ein Lied ich ihm singe. Es dankt Gott ein Prediger, Evangelist. Im Dankgottesdienste, da lobt der Chorist. Wir preisen und danken gern in Gottes Haus. Doch wie sieht es in unserem Alltag hier aus? Oft in meinem Alltag fällt mir es nicht leicht. Drum will ich erzählen, wie Gott mich erreicht. Es wächst so viel Unkraut im Garten heraus, ich ärgere mich und ich gehe hinaus. Hier ist so viel Arbeit und so viel zu tun, da sehe ich mein Kind an, es kann gar nicht ruhen. Hier, Mama, sind sehr schöne Blumen für dich. So bunt und so duftend und ich schäme mich. Wie hast du, oh Gott, alles herrlich gemacht, das Meer, alle Tiere, den Tag und die Nacht. Es ist Sonntagmorgen, schon in aller Früh bin ich sehr beschäftigt und hab große Mühe, dies bloß nicht vergessen und das noch zu tun. Ich renne und haste, geschweige ausruhen. Ist heute schon Sonntag, das ist wirklich schön, dann kann ich heute endlich zur Kinderstunde gehen. Versammeln in Freiheit, welch großes Geschenk, wie bin ich Gott dankbar, wenn ich es bedenk. Am Abend geschlossen ist Türe und Tor. Warum liest du denn aus der Bibel mir vor? Warum denn drin lesen? Was ist sie mir wert? Nur Pflichten erfüllen? Nein, das ist verkehrt. Welch große und auch unaussprechliche Gnad, wie kostbar, wie wertvoll, dass Gott sein Wort gab. So spricht er zu dir immer, wenn du es willst und dankbar den geistlichen Hunger du stillst. Wie sind wir so reich, da ist nichts, was uns fehlt an Kleidung und Essen und haben auch Geld. Wir haben die Bibel, die schöne Natur, die Freiheit zu glauben und frische Luft pur. Doch Jesus sagt, so wie ein Kind sollt ihr sein, die Schönheit zu sehen und nicht Sorgen allein. Drum schenke dein Herz voll Vertrauen dem Herrn, denn Dank und Zufriedenheit, das hat er gern. Amen. Amen.
Wir preisen Gott mit unseren Festen gern, wie bei diesem Lied, das wir gesungen haben. Welches ist aber das älteste Fest der Menschheit? Das Erntedankfest. Schon Kain und Abel feierten es. Da standen zwei Altäre. Der eine Altar war bedeckt mit den Früchten des Feldes. Auf dem anderen Altar wurden Lämmer und das Fett der Herde geopfert. Große Freude über den empfangenen Segen des Herrn lag über den beiden Männern und die Opferfeuer rauchten. Denn jene erste Erntefeier war ein echter Gottesdienst. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Wie kam es dann, dass Kain mit schiefem Blick auf seinen Bruder sah? Das ist das Geheimnis des Bösen, der Unkraut unter dem Weizen sät. Der ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 1. Mose 4, Vers 5b. Und das Ende jenes ersten Erntedankfestes war Mord und Totschlag. Gott schenkt uns die Fülle seiner Gaben. Was tun wir damit? Viele Erntedankfeste wurden seither gefeiert, aber nur jenes in der Mitte der Zeiten, das im Heiligen Land gefeiert wurde, ist noch von Wichtigkeit. Aber am letzten Tage des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Verse 37 und 38. Da wurde der Menschheit die größte Gabe zuteil. Jetzt war die Erfüllung und der Grund zu größter Freude gegeben. Wenige Verse weiter in Johannes 7, Vers 44 steht geschrieben: Es wollten aber einige ihn ergreifen. Und auch dieses Fest endete kurz darauf mit Mord und Totschlag. Gott schenkte uns seinen Sohn, die Gabe aller Gaben. Und was tun wir damit? Das letzte Erntefest wird nicht auf Erden, sondern an himmlischen Orten gefeiert werden. Da wird erfüllt werden, was in Offenbarung 14 geschrieben steht. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde ward geerntet. Offenbarung 14, Verse 14 bis 16. Was wird dann sein? Gewogen wird, was unserem Leben Gewicht gibt. Was wiegt, was hat Bestand? Gewicht hat die Liebe, das Maß unserer Liebe wird gewogen. Darum sind wir verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun. Amen.